Ja, das gibt jetzt hier nochmal ein ganz kurzes Update-Video. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich nochmal alles schön satt mit Sprühbeize einsprühe und dann in Plastikfolie einwickeln und über Nacht liegen lasse. Das habe ich auch gemacht. Also alles nochmal richtig schön satt eingesprüht, Plastiktüte drum, 24 Stunden liegen lassen. Der Lack ist nur ein bisschen weicher geworden, aber hat sich auch jetzt nicht viel besser ablösen lassen. Ich meine, das ist auch ein echt, ich weiß nicht, was das für ein Lack ist. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr ja, widerstandsfähig. Und ich habe danach alles mit einer Bürste und mit Wasser nochmal abgewaschen, dass das auch so ein bisschen neutralisiert ist. Weil die Idee ist ja jetzt hier alles nochmal mit Glasperlen dann in der Strahlkabine abzustrahlen, dass ich dann auch hier überall in die Ränder reinkommen, wo jetzt schon der Rost so ein bisschen sitzt, dass es dann alles wunderschön sauber ist, dass die Box dann auch mit zum Lackierer kann. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich sprühe das alles super ein, wisch das gerade ab oder bürste das ein bisschen runter und habe mir da richtig viel Arbeit gespart, aber das Ergebnis ist jetzt nicht gerade so, wie ich mir das eigentlich erhofft hat. Deswegen bleibt mir da jetzt nichts anderes übrig, als wirklich alles nochmal zu strahlen. So, ja, ich lege mir meistens hier einen Zettel dazu, dass ich dann weiß, welche Körnung das ist. Das ist hier 70 bis 110. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr fein. Das wollte ich eigentlich zum Aluminiumstrahlen nehmen, damit man dann eine richtig schöne, super feine Oberfläche bekommt. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie sich das auch hier bei dem Werkzeugkasten macht. Und ich denke mir, das gibt hier wirklich eine super schöne Oberfläche am Ende. Ja, okay. Die Anlage ist jetzt soweit vorbereitet. Es sind jetzt die Glasperlen drin und jetzt schauen wir mal, was hier passiert, wenn wir das mal ganz fein strahlen. Also 70 bis 110 ist die Körnung. Strahlen werde ich wieder bei 8 bar und ich muss jetzt einfach noch ein bisschen schauen mit der Einstellung unten. Das Ventil, wo die Strahlmittelzuführung ist, das muss man immer noch so ein bisschen auf das jeweilige Granulat anpassen. Und ich muss auch schauen, dass nicht so viel von dem Strahlmittel dann einfach nur in der Absaugung landet. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mit dem Druck spielen, aber ich denke, soweit passt das eigentlich ganz gut. Ja, die Box sieht echt super aus. Die Glasperlen, die haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich finde, das ist eine wunderschöne Oberfläche, super schön fein und matt geworden. Auch innen drin alles schön entrostet. Auch die ganzen kritischen Stellen, wo man hier wirklich nur sehr schwer drankommt. Ich habe dann in der Anlage nochmal den Filter getauscht, weil der so ein bisschen, ja, der war von dem, ich habe einen normalen Industriestaubsauger als Filter und Absaugung. Der war ein bisschen zu, deswegen hat das so sehr am Anfang gestaubt. Ja, ich habe gerade den Filter nochmal gewechselt und dann war das auch in Ordnung. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin auch begeistert von der Box, von dem Zustand her. Die hat die letzten 70 Jahre wirklich gut überstanden und die kann jetzt dann auch mit den Kotflügeln dann zum Lackierer, dass er den schön schwarz glänzend dann lackieren kann. Und ich denke, das kann man jetzt auf jeden Fall so vertreten. Ja, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.